Ja, Hallöchen, Popöchen. Ich habe für euch ein neues Unboxing, wie ihr seht. Heute mal ohne Stativ, das habe ich irgendwie verlegt seit Silvester, also ne, nicht wundern. Ich habe was bei der lieben einfach Diana gewonnen. Ich habe es auch schon geöffnet. Ich zeige euch direkt mal, was es ist. Und zwar eine Packung mit 25, wo steht's hier oben, 25 Stück. Knicklichter, Armband, Halskette, Stirnband, Fußfessel, genau, Fußkette, Gürtel und, und. Ja, Brenndauer, sag ich jetzt mal, so wird man in der Pyrotechnik sagen, also Leuchtdauer, so ist richtig, Leuchtdauer von 8 Stunden, da steht's auch schon. Alles klar, Leuchtdauer von 8 Stunden, alles klar, moin, alles klar. Ja, ich würde es mal gleich auspacken, kleinen Schnitt machen, aber. Ich habe gesehen, was da noch. Moment. Ein kleiner Zettel drin ist. Ich lese mal eben vor. Ja, besten Dank. Das geht ja alles gut los hier. Hallöchen, ich wünsche dir viel Spaß mit den Knicklichtern. Wenn du sie benutzt, bitte denke an mich, werde ich auf jeden Fall tun. Und lasse für mich eins leuchten. Das hätte ich jetzt eh ohnehin gemacht. Dankeschön. Gern geschehen. Bleib so wie du bist. Vielleicht hast du beim nächsten Mal wieder Glück. Ja, das, wer weiß. Ich habe nun deine Adresse. Ganz liebe Grüße aus Sachsen-Anhalt. Diana. Ja, einfach Diana. So könnte mein Autogramm aussehen. Wie findest du es? Ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Ich wäre froh, wenn ich meinen eigenen Namen so schön schreiben könnte. Also, auf jeden Fall kleine Übersicht. Im Hintergrund hört man meine Katze kratzen. Mäuschen? Danke. Das ist jetzt mal ein ganz spezielles Video. So, ich mache jetzt mal einen kurzen Schnitt und dann zeige ich euch mal eins dieser Leuchtteile. So, so sieht der ganze Spaß jetzt aus. Hier waren noch so Verbindungsstücke dran, dass man das irgendwie als Armband nutzen kann. Ne? Stand da schon dran. Verschiedenste Farben. Ich habe jetzt einfach mal so ein Gelb ausgesucht. Moment, kann ich hier irgendwie bei der Kamera. Nee, kann ich gerade nicht einstellen. Das ist ja, klappt ja super. Ja, sonst hätte ich mal das Licht ausgemacht. Warte mal. So, Trick 7. Ich halte das Licht einfach mal zu. Kurz mal knicken. Draufstand kräftig schütteln. Ja, Leuchtkraft braucht ein paar Minuten, stand da. Schüttel, 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 schüttel. Beeinflusst zum Glück überhaupt nicht das Bild. Dann sieht man schon hier, wie sich das Ganze entwickelt. Hier wird jetzt ein Weilchen brauchen, bis es angekommen ist. Ich kann das ein bisschen beschleunigen, alles klar. Ich habe sowas zuletzt vor ewigen Jahren verwendet, als ich mal angeln war. Aber das war dann halt nur so ein kleines Stück, ne? Das kennt man ja auch. Ja, schöne Sache. Wir haben es jetzt bei mir Abend. Ich werde das Video auch gleich hochladen. Aktuell haben wir es 19.05 Uhr, das heißt, also wenn jetzt 8 Stunden vergehen, wird mir das Teil ein bisschen den Abend erhellen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Also besten Dank dafür. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao und tüdelü. Ach, und vielen Dank nochmal, Diana.